Ein besonderes Ereignis ist für mich die Wipfelwanderung hier in der Rachau bei Knittelfeld in der Steiermark. Leider hat mir und meiner Wandergruppe, es sind Pensionisten und deren Familien, das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Lehr- und Hinweistafeln am Anfang des Weges zeigen die Möglichkeiten, was man hier alles entdecken kann. Der Wanderweg nun ist teilweise mit diesen Stegen ausgerüstet. Normalerweise sollte man hier einen Weitblick haben, der uns bei diesem Nebel natürlich verwehrt bleibt. Von den Stufen selbst sollte man die Aussicht genießen und sich die Kraft etwas einteilen. Es sind genug davon da. Fabian! Kinder! Vom sogenannten Nebelreißen bis zum Starkregen ist heute alles vorhanden. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Wipfelweg. Er führt nicht nur in die Wipfel der Bäume, sondern auch in den Nebel. Wie ich bemerke, ist trotz des schlechten Wetters die Stimmung unserer Wanderer in einer Hochform. Ab nun geht es immer weiter hinauf in die Baumwipfel. Es ist doch sehr hoch und eine gewisse Beklemmung für Leute mit Höhenangst könnte hier aufkommen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich diesen Wipfelwanderweg sicher einmal bei schönem Wetter wieder besuchen werde. Da und dort findet man einen Rastplatz, von wo aus man bei schönem Wetter eine wunderschöne Aussicht haben kann. Für den Rückweg kann man diesen schönen Waldweg verwenden. Ja.